So, wir sind wieder zurück bei der unmöglichen Herausforderung, das Unmögliche möglich zu machen, indem wir da hinten die Bombe entschärfen, die mir in der letzten Runde noch gar nicht aufgefallen ist. Genauso wenig wie die Soldaten auf dieser Seite. Und wir müssen diese Bombe hier entschärfen, wo wir hier haufenweise Soldaten haben, die mir teilweise letzte Runde erst sehr spät aufgefallen sind. Ja. Oh, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's gut. Ihr habt ein bisschen Laune und Geduld mitgebracht, denn mir ist aufgefallen, hier gibt es kein... Scheiße, ultimativ 4 Minuten. Hier gibt's einen Timer. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Hektik mitgebracht, denn wir haben keine Zeit. So, ich versuche das jetzt mal anders. Die dürfen mich ja nicht sehen. Aber es ist ja nicht zwingend notwendig, dass ich dafür durchgehend unsichtbar bin. Ich muss ja nur von den nötigen Gegnern weg, die mich sehen könnten. So, das heißt, jetzt haben wir schon mal ein paar weg. Wir haben wieder die Tarnung voll. Okay. Wir haben die Scharfschützen. Leck mich doch am Arsch. Das ist knifflig. Es ist wirklich knifflig, Miles. Du kannst es laut sagen. Ich krieg hier einen an der Marmel. Ich krieg hier echt einen zu viel. Diese Herausforderung ist ja echt creepy. Weil du nicht gesehen werden darfst und du hast ja hier nichts, wo du dich verstecken kannst. Du hast diese kurzen Momente, in denen du unsichtbar bist. Aber... die halten nicht lange. So, oh, das war aber knapp. Da mussten wir jetzt auch schon relativ schnell rüber. Okay, der hat das mitgekriegt. Der ist jetzt weg, ne? Okay, jetzt nehmen wir uns den hier. Und holen uns jetzt, weil er es gesehen hat. Das hat keiner gesehen. Bin außerhalb der Map. Das kann keiner gesehen haben. Ach komm, leck mich doch, Peter Parker, du blöd. Also was hat denn der hier für eine Kackmission gemacht? Was ist das für eine Herausforderung? Das ist doch keine Herausforderung. Das ist einfach nur... das ist Peinigung, ist das. Ja, ein unlösbares Rätsel. Das ist Schikane, nenne ich das. Das grenzt schon an Mobbing. Damit hast du nicht gerechnet. Nee, damit hat hier so ziemlich keiner gerechnet, Miles. Deswegen sind wir auch am Arsch, sobald wir auffliegen. Weil hier mit nie einer rechnet. Vielleicht muss ich die echt einzeln wegnehmen. Oder es füllt sich ja auch hin und wieder auf, ne? Wenn wir sagen, wir sprengen den einfach, tarnen uns, die sind jetzt abgelenkt auf die Ecke da hinten. Und ich gehe einfach hier wieder rauf. Hier hat mich ja keiner gesehen. Okay, und das hat von denen keiner mitgekriegt. Die da drüben sehen mich ja nicht unbedingt. Und hier oben guckt jetzt keiner hin. Die beiden da kommen zum Schluss. Erstmal, da hinten muss noch weg und die drüben. Er suche nach Feind, sagt er. Okay, darf ich denn wieder? Ich darf. Ja. Okay, ich kann nicht so weit schießen. Bleiben erstmal hier. Hier dürfte mich auch eigentlich keiner sehen. Also auch der Scharfschütze da unten. Der zielt ja eigentlich mehr aufs Pier, ne? Oh. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Können wir den denn nicht vielleicht einspinnen? Nein! Ganz genau das... wollte ich vermeiden. Ja, genau. Scheiße. Ja, ja, ja.
Das ist knifflig. Das sagst du so einfach, Peter Parker. Ah, ich wollte den ranziehen und... Mensch, Miles ist direkt losgejumpt. Der war so euphorisch. Okay, Netz-Takedown. Netz-Takedown. Und wir haben... keine Tarnung. Hat das einer gesehen? So. So. Sind wir auf Strom gestellt? Natürlich nicht. So. Eins. Zwei. Unsichtbar machen. Und wir gehen hier rüber und darüber. Und jetzt machen wir das ein bisschen anders. Okay, die Zeit ist mir jetzt mal egal. Ich will einfach nur die Quest schaffen. Überhaupt einmal. Ne, wir nehmen unsere Tarnung. Fernzündermine. Wir haben noch eine über. Damit haben wir hinten alles weg. Jetzt haben wir nur noch die beiden hier an der Kiste und die sind auf die Kiste fokussiert. Pass auf, dann gehen wir von jetzt an hier erstmal rüber. Und nehmen alles weg, was eben nicht auf die Kiste fokussiert ist. Okay, Fernzündermine haben wir aktuell nicht. Die beiden gucken auf die Kiste. Wir haben den noch. Oh, den da hinten habe ich gar nicht gesehen. Den Scharfschützen dort. Ich weiß gar nicht, was wir hier in dem Boot machen können. Also wie weit würde das wohl reichen? Ich glaube, ich kriege auch keine Fernzündermine jetzt direkt dazu. Okay, einmal... Oh, Tarnung ist gleich vorbei. Wie weit kann der Dude gucken, der da an der Wand steht? Würde der das sehen, wenn ich jetzt darüber gehe? Aber das könnte der sehen, ne? Okay. Dann nehmen wir den so weg. Und rüber! Oh, wow, wow. Das war dezent knapp. Alle sind alarmiert. Leckt mich am Arsch, wenn die nach oben gucken. Dann würde ich das einen anderen Tag wieder versuchen. Okay, wir haben auf jeden Fall die Tarnung frei. Gehen einmal hier rüber. Mach mal Pause. Okay, er guckt nicht her und die beiden da drüben auch nicht. Aber wir haben keinen Takedown, wir haben nur einen Netzschlag. So, gleich weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir einmal rüber. Ich glaube, wir kriegen das sogar in Ultimativ hin. Ich glaube, das funktioniert sogar in Ultimativ. Wir haben jetzt auch nur noch einen Gegner. Also eigentlich zwei, aber ich hoffe, dass ich die mit einer Mine außer Gefecht setzen kann. Einmal kontrollieren. Richtiges ausgewählt. Zack. So, damit sind beide weg. Wir gehen einmal in die Tarnung. Er ist zu weit weg. Er ist der Letzte, ne? Jetzt bloß keinen Scheiß machen. Okay, Bombe entschärfen. Ja, 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 ja. Ich muss alle Bomben entschärfen. Sind ja nur zwei. Drei. Ich weiß, die Bomben sind nicht echt, aber das ist ganz schön stressig. So, noch die Bombe auf dem Boot. Ultimativ schnell. Besser als meine Bestzeit. Willst du auf den Putzhaun? Dann leg dich bei deinen Takedowns ein wenig mehr ins Zeug, damit sie mehr... Der Witz ist ja echt, du sollst das auch machen können, ohne alles zu töten? Netzkokonbombe ist jetzt in Movesliste zu finden. Was ist denn das? Okay, was ist hier neu? Venom, Venom, Venom.
Nitz. Okay, aber der hing ja jetzt oben, ne? Heißt das, ich muss mir den taktisch vorbereiten, um das durchzuziehen? So, pass auf, Anzüge. Wir wollen alle Anzüge noch schaffen. So, jetzt gibt es uns erstmal ein Rot. Gegner gleichzeitig treffen. So, haut mal auf den Putz. Auf den Putz hauen. Ein schöner Ausdruck. Hat irgendwie nicht viel mit Spider-Man zu tun, also wegen dem Design jetzt, ne, vom Muster her. Der erinnert mich jetzt so ein bisschen an Daredevil. Okay. Wo wollen wir denn überhaupt hin hier? Warte mal, da müssen wir erstmal einen kleinen Blick über die Karte schweifen lassen. Das nächste wäre der Prowler. Okay. Oh, was denn hier passiert? Verkehrsunfall? War das das, wo Genki mich angerufen hat? Die Geiselnahme? Der wird schon wieder. Alles cool. Naja, gut. Da wollen wir uns jetzt nicht mehr mit beschäftigen, dass wir es nicht getan haben. Wir leben ja nicht in der Vergangenheit, ne? Wir leben im Hier und Jetzt und hier und jetzt ist das halt passiert. Was willst du machen? Hast ja nicht auf alles Einfluss. Die müssten hier oben sein, ne? Aber jetzt kannst du einmal hochlaufen. Okay, warte mal, kriegen wir. Oh, das war die Palette. Oh, das war eine Rolle. Ach ja, die Netzbombe. Ich würde sie gerne ausprobieren. Ist jetzt aktuell aber nicht möglich, weil dafür müsste ich ja einen einspinnen. Aber wir können uns ja mal tarnen. Geht das denn? Lautloser Takedown? Nee. Okay, das hat funktioniert. Und wenn der da so hängt, dann kann ich den jetzt nehmen, ja? Oh, das war der nicht. Warte mal. Leute, ich will nur mal. Nee, ich kann den nicht nehmen. Wirf drei Gegner mit Netzangriff. Warte, ich hab ja noch welche, ne? Warte mal. Kumpel, ich muss hier einen Netzangriff durchführen. Gib mir mal deine Stange und gib die mal ihm. Ja? Nein? Nein? Was? Nein? Was machst du da? Bist du irgendwie dumm? Okay. Bevor ich es mir jetzt hier voll versaue. So. Warte. Nicht ihn! Den anderen, den eingesponnenen. Meinst du, gehst mir auf den Sack. Ich muss das sagen, wie es ist. Mann, ey. Wir haben nur noch die drei. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. So. Den haben wir mit Netzangriff. Ja, kleinen Moment. Reicht das hin? Nein, nein, nein. Bitte. Oh, ich habe schon Angst gehabt, dass ich ihm wehtue. So. Vom Dach geschmissen. Und. Nein. Nein. Nein, er klebt an der Wand. Er klebt an der Wand. Das kann nicht wahr sein. Das war mein letzter. Das für ein Fußballstadion. Moin, Kinders. Keine Angst, ich mache hier nur ein paar Beats fit. Ihr könnt weitermachen mit euren Drogengeschäften oder was auch immer ihr hier treibt. Hier traf ich mich immer mit einem Stammkunden.
Während ich wartete, hörte ich diesem Geräusch zu, das einen strikten Zeitplan einhielt. Ein planmäßiges Geräusch. Das heißt, dieses Geräusch muss ja eine zeitliche Voraussetzung haben. Also mit zeitlicher Voraussetzung meine ich jetzt sowas wie eine Ampel, eine getimte Ampel oder Schranken. Irgendwie sowas in der Form. Zu weit weg, aber es kommt dem Ganzen schon nahe, glaube ich. Blockierte Quelle. Nach meinem letzten Tipp. Geräusch nach Plan? Kein Plan. Achtung, Wortwitz. Ein Geräusch nach Plan? Kein Plan. Da ist ein Drucker drinne. Ach, der ATM. Den höre ich hier gerade ab. Aber der ist es nicht. Geldzählautomat. Okay. Also der ATM wird es auf keinen Fall sein. Und das ist innerhalb des Kreises oder ist das vielleicht sogar außerhalb des Kreises, weil der Bereich ist ja noch ein Stück größer, ne? Wenn ich Onkel Aaron wäre und hier säße, was würde ich hören? Das ist außerhalb des Zirkels. Also es bleibt hier in diesem Bereich. Hier geht die Linie innerhalb des Zauns. Naja, fast innerhalb des Zauns. Die die Futterbuden sind es nicht. Ich glaube, ich weiß es, ist mega weit außerhalb, aber ich bin zu nah. You kidding me? Ich glaube nicht, dass Onkel Aaron hier oben auf der Stange saß. Klar. Die Fähre, natürlich. Der Kunde, den ich hier traf, kam mit der Fähre aus Jersey. Warte mal kurz, Onkel Aaron. Oh, gleich Roxxon. Das ist das letzte Labor. Wir holen uns einmal die beiden Kisten hier. Lassen uns noch ein bisschen von Onkel Aaron die Geschichte erzählen. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben. Dann gehen wir diese oder nächste Folge. Sind wir denn endlich am Labor? Ich verdiente gutes Geld, bis er irgendwann aufflog. So erfuhr dein Dad letztlich auch vom Prowler. Nicht, dass ich es war, sondern dass ein Dieb in New York sein Unwesen trieb. Dein Dad meldete sich freiwillig für den Fall. Er kam mir langsam auf die Schliche. Ich musste mich entscheiden, was schlimmer wäre. Es ihm zu sagen oder mich schnappen zu lassen. Ich an seiner Stelle wüsste nicht, was ich tun soll. Das war sicher nicht der einzige Grund. Schon gar nicht, wenn er es zugegeben hat. So war Dad nicht. Oh. Ja, steckst du nicht drinne, ne? Wie eine Nonne. Steckst du nicht drinne. Ja, weiß man nicht. Man weiß ja nicht, was die für ein Verhältnis jetzt genau hatten. Okay, hier drunter also. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3. 3 Leutchen nur? Netzschlag. Warte mal, können auch so einen Takedown machen, aber das wäre ja lame, ne? Wir sind Spider-Man. Ich kann kein... Wieso denn das nicht?
Ich kann nur einen Netzschlag-Takedown machen. Wegen der Rundung? Ach, hör doch auf. Gefahr. Passt auf. Wir dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Wieso ist sie so nervös? Pass auf, dann nehmen wir den hier hinten erstmal weg. Der da. Hier sind wir doch mittig. Der ist auch relativ gerade. Decken-Takedown. Endlich. Das hast du nicht gerechnet, Leute. So. Der wird ja jetzt auch noch herkommen. Den können wir auch noch mit hier decken, Takedown. So, und... Ich finde es witzig, dass da keiner Hilfe schreit oder überhaupt schreit, weil er sich erschreckt oder so. Weil grundsätzlich, das sieht man ja, ne? Oder man kriegt es ja mit. Man erschreckt sich, man wird laut und der Nächste sieht es denn. Skurril. Sollte ich einen Dankesbrief da lassen? Nein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Verstecke. Ich kann mich täuschen, aber die werden immer schwächer besetzt. Aber so funktioniert natürlich die Spielmechanik nicht. Wäre aber cool, wenn das Spiel sagen würde: Pass auf, du hast jetzt so und so viele Gegner weggenommen. Das weiß ich, die haben 1000 Leute in ihrem Team und jeden, den du wegnimmst, der kommt halt nicht wieder. Wäre natürlich nur ein bisschen blöd, wenn die Story-Mission, also die Story selbst dann vorbei ist. Dann hast du ja irgendwann nichts mehr, ne? Ich sag mal, wenn du nur durch die Stadt gehst und, ja, gehen wir gleich hin. Wenn du nur ganz normal durch die Stadt schwingen würdest und hättest denn hier irgendwelche Verbrechen, denen du nachgehst, so Standardverbrechen, wäre ja auch langweilig, ne? Okay, hier soll eine Kiste sein. Ah, okay. Hä? Oh! Gut, ich dachte, ich kümmere mich. Das ist ja ein geiles Geheimversteck. Einfach Container hier aufs Gitter gestellt und den Kanal genutzt, ne? Nicht schlecht. So, Schießerei haben wir. Ich habe schon wieder Modifikationen oder Anzüge freigeschaltet. Ah ne, wir haben nur genug von diesen Marken, ne? Ne, haben wir auch nicht. Wir haben nur genug Teile. Könnten denn aber unsere Geräte aufbessern, oder? Das ist noch gesperrt. Kostet uns alles Aktivitätsmarken. Ah, na gut. Müssen wir halt aktiver werden. So, hier hätten wir jetzt noch das Roxxon-Gebäude. Und im unmittelbaren Umfeld... Ah, das könnte wieder so knapp werden, ne? Von der Time. Ich würde da lieber in 1 durchgehen und sagen, wir holen uns jetzt nochmal hier die Zeitkapsel. Und vielleicht haben wir ja Glück und haben nochmal ein kleines Verbrechen. Kann ja sein. Dem könnten wir denn auch noch nachgehen. Aber es wird sich jetzt nicht lohnen. Roxxon reingehen, mittendrin aufhören oder die Folge übermäßig lang gestalten. Seine Zeitkapsel unter ihm versteckt. Das ist so lange her. Mittlerweile reparieren sie ihn schon. Mit dem Hebekran kann ich den Brunnen bewegen. Okay, ich muss einmal... Warte, gehen wir hier rüber? Der alte schwebende Brunnentrick. So. Voll. Nächste Zeitkapsel. Kratzbrett und Stift. Na gut, wir sind ja künstlerisch begabt, ne? Als Malz.
Ja, aber nicht nur Miles. Ihr solltet mal meine Bilder sehen. Ich kann erstklassige Strichmännchen zeichnen. Gut, dann haben wir das ja auch schon. Och, das ging alles so schnell. Was macht man jetzt? Verbrechen ist wieder weg. Scheiße. Das habe ich versaut. Und hier halt nur irgendwas, ne? Da oben? Ne, das ist das falsche Gebäude. Ein weiter. Hey, mir wird ein Helikopter außer Kontrolle in der Nähe gemeldet. Ist das das höchste Gebäude hier in der Ecke? Kommt nicht ganz hoch, ne? Nicht rüberspringen. Geil. Okay, ein Helikopter in der Nähe. Das kriegen wir doch noch hin. Das ist ein Vogelschwarm. Ich wollte gerade sagen, Schwarm drohen. Hui. Und was ist das hier? Eine Kiste. Wieso sehe ich denn den Helikopter eigentlich nicht? Ich hab's mir nur ausgeborgt. Außerdem selber geklaut. Vorsicht! So. Ja, Moment. Ah, die müssen wir anders ausschalten. Das wird uns sonst zu anstrengend. Lol. Was war das? Warte mal. Ich will mal was machen. Schade. Ich habe gedacht, das bringt vielleicht auch noch mal was anderes. Das war's schon? Ich habe noch spannende Musik. Ich habe leider hier kein Special Move. Kannst du noch mal hoch? Oh, schade. Okay. Mein Werk hier ist getan. Ja. Na gut. Ach, was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Ah, Autofahren? Taxi! Aktivität verfügbar. Ich gucke auch gar nicht in diese App rein, ne? Wir haben ja Aktivitäten und wir haben Verbrechen. Kriege ich ein Foto? Vermisste Katze. Wir haben eine Spur. Wenn wir den machen, haben wir auch nochmal... Den werden wir nach dem Labor... Wie weit ist der... Obwohl, der ist ein bisschen weit weg, ne? Aber die können wir auch mal ein bisschen abarbeiten. So, Roxxon-Labor. Aktuelle Verbrechen. Ja, Moment, ich guck mal in die App. Aktuell steht hier nichts drin. Mir wird auch nichts angezeigt. Gut. Könnt wahrscheinlich auf Erneut spielen drücken und dann kriege ich die Verbrechen alle wieder neu rein. Denke ich mal. So, mal schauen, wo ist denn hier das Roxxon-Gebäude überhaupt? Jetzt habe ich die verloren hier. Oh, ist doch so ein Stück weg. Ah, falsch abgebogen. Jo.
Klein Moment. Wer hat hier Hilfe gerufen? Ja, das ist doch nicht das, wo einer Hilfe gerufen hat. Das ist viel zu weit weg. Hey, Genki, you fucking kidding me? Ich war gerade bei Roxxon. Das ist ja übelst weit weg. Okay, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht zurückgekommen. Okay, Geiseln genommen. Ja, ich sehe das Problem. Ja, ist egal. Ja, hauen wir den Gangstern hier mal ordentlich die Hucke voll. Verbrechen lohnt sich nicht. Naja, indirekt, gut, gespaltene Meinung, ne? Ich sag mal, in dem Moment lohnt es sich. Solange wie der Verbrecher nicht erwischt wird, ist er da bestimmt andere Meinung. Du sollst das nicht aufheben. Ja, was denkt ihr denn? Cool. Ist ja witzig. Oh. Das hat leider nicht funktioniert. Warte mal, komm mal her. Da war ich zu spät. Steh nochmal auf. Lol. Den finde ich ja ulkig. Hier, wir müssen mal meinen Venom aufladen. Ja. Hat nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Wo ist jetzt wieder das Problem? Warte mal, ich brauche mal einen einzelnen. Wie habe ich denn... Aber das war's doch, oder nicht? Es funktioniert nicht. So, Venom ist wieder voll. Ja, ich hoffe, du magst... Aua! Müllton. Oder Steine. Oder ich habe nichts zu schmeißen. Ein trauriges Leben, das ich hier führe. So. Komm mal her. Kann er eigentlich... Was macht er mit der Mülltonne? Haben die sich angefreundet oder was? Nein, 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 nein. Du nicht. Was soll denn der Quatsch? Oh. Ja, ist ja nicht so, dass ihr genauso viel PS habt, ne? Und Blaulicht und so. Ihr seid einfach nur inkompetent und faul. Ständig muss ich hier euren Job machen. So. Und... Ah, wieder mal ein Auto zum Anhalten gebracht. Verhindere, dass Fahrzeug gestohlen werden. Okay. Wenn im Angriff, habe ich auch nicht gemacht. Verdammt! Ihr seid alle schuld, ihr Penner! So, ihr seid gute Bürger. Macht weiter so. Jetzt gehen wir aber zu Roxxon und dann werden wir nächstes Mal das Labor infiltrieren. Und dann haben wir einen neuen Anzug. Das ist das letzte Labor. Ja, wenn ich, also wenn ich mich nicht täusche, wir müssten doch denn... Es geht nur um die Labore, ne? Nicht um die Mission selbst. So, wir gehen mal hier auf den... Die Nase da. Dann würde ich sagen... Ja, da haben wir jetzt echt keine Zeit mehr für. Also, irgendwann muss die
Polizei auch mal ihren Kackjob machen, ja? Alter, das kann doch nicht sein. Ich komme hier nicht weiter, weil ich hier ständig den Cops helfen muss. Ich bin Superheld, verdammt. So, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir holen uns das letzte Labor, damit auch den... Nicht den letzten Anzug, aber einen Anzug. Lasst gerne mal ein Like da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, haut rein. Und ein Abo vielleicht, das wäre auch ganz cool. So, habt noch einen schönen Tag.